einen schönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Hallo. Wir wünschen euch auch noch von unserer Seite alles Gute, Gottes Segen zu dem neuen Jahr. Ihr seht, wir sind hier in so einer zauberhaften Winterlandschaft. Und es ist schon erstaunlich, nur ein paar hundert Meter weiter oben und schon sieht es ganz anders aus als das, was einem bekannt ist. Also es ist einerseits ein bekannter Ort, ganz in der Nähe, und gleichzeitig ist es so völlig unbekannt. Und das ist auch so das Thema von unserem Gottesdienst. Morgen, wir wollen zusammen als Gemeinde das neue Jahr zusammen starten mit dem Gottesdienst. Das heisst, ins Unbekannte. Das wird das Thema sein vom morgigen Gottesdienst. Das wird uns helfen, uns auszurichten, in das Jahr hineinzustarten. Wir werden in diesem Jahr einerseits bekannte Sachen antreffen, bekannte Menschen, bekannte Orte, vielleicht bekannten Job, bekanntes Umfeld, aber auch neue Sachen, unbekannte Sachen. Und da wollen wir uns einfach zusammen ausrichten auf Jesus und das Jahr so zusammen starten. Ich freue mich riesig. Ihr könnt euch auch noch den Vers lesen zum heutigen Tag, respektive den Ezra listen für euch. Der Vers von heute aus 5. Mose, Kapitel 31, Vers 6. Seid mutig und stark, habt keine Angst und lasst euch nicht von ihnen einschüchtern. Denn der Herr, euer Gott, geht mit euch, er hält immer zu und lässt euch nicht im Stich. Ja, genau. Das ist eine Verheißung und die werde ich einfach uns allen zusprechen. Und ich freue mich auf morgen, am Sonntag. Wir haben wieder zwei Gottesdienste, 9:30 und dann 11:30. Und ah ja, nicht vergessen, schreib dich doch noch ein auf der Webseite, weil es ist gut, wenn uns auch bekannt ist, wie viel das kommt. Nimm dir doch die Zeit morgen, dass du dabei sein kannst, dass wir zusammen als Gemeinde einfach so das neue Jahr starten mit Jesus, mit Blick auf ihn. Also wünsche ich euch noch einen super Tag und dann bis bald. Ciao miteinander.